Ich wusste, dass du anrufst und du hast auch angerufen, wie durchschaubar du doch wieder einmal bist. Nur um das zu sagen, wär ich dran gegangen, was in meinem Fall nun nicht mehr möglich ist. Hab mein Handy weggeworfen, hab mich sowieso genervt, weil es viel zu viele Klingeltöne hat. Und nur sicherheitshalber, dass ich dir nicht mehr begegne, bin ich auch seit gestern nicht mehr in der Stadt. Ich bin nur kurz vor die Tür, um Zigaretten holen zu gehen, und ein kühler Nachtwind wehte durch die Gassen. Von dem ließ ich mich dann treiben, und nur aus diesem Grund, meine Liebe, hab ich dich verlassen. Hab ich dir das Herz gebrochen, dann tut es mir zwar leid, doch ich hatte dich davor gewarnt, mir zu vertrauen. Und nimm es bitte nicht persönlich, ich bin nicht das erste Mal, vermutlich nicht das letzte Mal, so abgehauen. Manchmal wär ich gern geblieben, hätt gern mehr als meine 7 Sachen mitgenommen, doch war immer klar, dass als Gepäck nur was ich tragen kann, mir möglich macht zu sagen, dass ich angekommen nach einer Reise war. Und keiner meiner Briefe ist je angekommen. Ich habe ja auch keinen abgeschickt. Welche Worte hätten denn den Umstand besser machen sollen? Eine Erklärung ist mir leider nicht geglückt. Und natürlich mag ich dich noch, das hat ja damit nichts zu tun. Doch nun sind halt alle Brücken abgebrochen. Und das merkst du sicher selber, das hat dann keinen Sinn, käme ich irgendwann zu dir zurückgekrochen. Manchmal wär ich gern geblieben, hätt gern mehr als meine 7 Sachen mitgenommen, doch war immer klar, dass als Gepäck nur was ich tragen kann, mir möglich macht zu sagen, dass ich angekommen nach einer Reise war. Hab mich selbst wohl oft belogen und bin wieder losgezogen, wenn die Zeit gekommen ist, von Jahr zu Jahr. Ich wusste, dass ich gehen muss, und ich bin auch abgehauen, wie durchschaubar ich doch wieder einmal bin. Im Gepäck nicht viel mehr als Zigaretten, doch den Kopf voller Ideen, unterwegs, egal wohin.